Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 3. Gegen die Candies, die Mannsweiber, die wohl eine Kirche übernommen haben. Wir sind hier versammelt, um diesen Typen mit der tollen Priscilla voll zu vermählen. Muss ich jetzt schon Einspruch einlegen? Nein! Die Party war meine Chance, es den anderen Arsen-Candy-Bossen zu zeigen. Du hast es versaut. Dafür töte ich dich. Schnappt ihn. Ach, und tötet den Bräutigam. Ich will ihn nicht mehr. Na, wenn das so ist. Nein. Dann wollen wir. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. Gut, wir können uns gerne verkloppen. Schade, dass Priscilla verlobt ist. Ja, finde ich auch schade. Tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh oh, oh oh. Oh oh, da ist dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. Wir machen keine ungeladenen Hochzeiten. Nichts da. Bam, bam, bam. Hat euch das gefallen? Das gefällt mir immer wieder. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. Sunshine. Dieser Mumpitz hat ein Ende. Bam. Und du auch nochmal. Zack. Und man zwei. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Alter, der schwarze Spider-Man ist immer noch richtig übel. Ganz klar. Verneinen. So, wer greift denn da an? Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. So, das Problem ist, irgendjemand macht hier was, ne? Ich glaube, die ist oben, unsere Freundin. Mir reicht's jetzt mit euch durchgeknallten Hühnern. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. Das wird jetzt spaßig hier. Da unten. Die holen sich gleich den guten Freund hier. Das wollen wir ja natürlich nicht. Und problematisch ist auch. Mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen. Und los. Heiliger Bimbam. Das kann doch nicht so schwer sein. Auf dieser Party dreh ich den Saft an. Sekunde, ja, genau Sekunde. Du. Bring ihn besser an einen einsameren Ort, damit er wegen der ruinierten Hochzeit heulen kann. Ja, das probiere ich ja die ganze Zeit. So, jetzt nichts weg. Geht's? So, jetzt können wir mal ein bisschen spielen, Freunde. Das sind viele. Oh Gott, oh, viele, das sind Wahnsinn. Ach du meine Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass hier Massenklopfen. Voll das frauenfeindliche Spiel eigentlich, oder? Komm schon, jetzt. Komm schon, die Jungs wollen uns alle holen. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Ich sollte mir besser einen anderen für diesen Typen suchen. Machen wir sofort. Einen Moment. Machen wir sofort. Komm mal her. Lieber Bräutigam. Gehen wir mal auf die andere Seite. So, dann bleib mal sitzen. Vielen Dank. Und jetzt holen wir uns die Freunde. Sein, dass das so schwierig ist, oder?
Irgendjemand fehlt hier, ganz klar. Hier fehlt jemand. So, ich glaube, das ist die da hinten. So, Herr Bräutigam. Warum wollen die den sofort in ein Leder haben? Ich verstehe das hier nicht. Das ist doch hier Mumpitz, was hier abläuft, oder? Das geht mir hier ein bisschen zu weit. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Komm schon. Da hat irgendjemand noch ein Leben. Das Problem ist, ich weiß auch nicht wer. Wenn da jetzt nochmal welche zukommen, dann werde ich auf jeden Fall noch oben mal abchecken hier. Ja, genau du. Der Bräutigam sieht nicht wunderlich gut. Bring ihn besser an einen einsameren Ort, damit er wegen der ruinierten Hochzeit heulen kann. Okay, nach oben. So. Das sind ein bisschen viele, sorry. Alter, nicht, dass er mir da oben abkackt. Kann hier überhaupt was passieren? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Könnte ja sein. Wahnsinn, ey, wir können so krass verkloppen. Aber es hat einfach keinen Einfluss hier unbedingt. Meiner Meinung nach. Zumindest bisher. Ich verstehe es nicht. Also, das ist mir ein Rätsel, ganz ehrlich. Egal, wie brutal ich die hier kaputt schlage. Mann, die werden mich hier für einen Sadisten oder so halten, ehrlich. So, unten sind auch noch welche. Ich denke mal, das sind die letzten, oder? Komm ja immer. Ich werde hier wahnsinnig. So. Du blöde Kuh. Da oben sind noch welche? Nee. Da kommen doch ernsthaft neue hin. Sorry, Leute. Hier stimmt was nicht. Ich muss das mir abchecken hier. Ganz kurz, Leute. Ich verschwende hier mega die Zeit. So, hier ist nichts. Oben sind halt nur diese Candies. Hm. Die wäre auch erledigt, aber wartet mal, hier stimmt was echt nicht, also... Ich kann ja auch nichts zerstören oder so. Ich sehe hier gerade mit meinem Spinnsinn auch nichts. Das bedeutet, dass wir irgendwas oben machen müssen. Gut, er wird da hinten ein bisschen belästigt, aber scheint halb so wild zu sein. Klappt's jetzt? Hi. Wir haben uns lange nicht gesehen, muss ich zugeben. Und ich muss sagen... Alter, die Frau macht einen Breakdance oder so. Sorry. Du kämpfst hier gerade gegen den Black Spider-Man. Du hast eigentlich keine Chance. Du blöde Kuh. Du hast meine Hochzeit ruiniert! Meinst du? Dann komm mal runter. Wir können gerne über alles reden. Komm runter, ich freue mich. Da kommst du. Flieg die ganze Zeit rum und nimm dann die Treppe. Wie blöd muss ein Mensch sein? Wobei, das ist ja eine Frau, ne? Nicht frauenfeindlich sein, aber das ist echt eine... Wir sollen mal echt ein bisschen... Krasser Witz, ey. Das ist der Hammer. Gut, bei der kann ich auch kein... Ja, wie sagt man so schön?
meine Netzleine, wenn ich irgendwie in der Luft bin oder so. Kann ich die nicht einsetzen? Das ist schade. Doch, geht, oder? Komm schon. Das hat geklappt. Alles klar, das klappt nicht. Dann machen wir es anders. Das sollte mein ganz besonderer Tag werden. Nein, eigentlich nicht. Du wirst eine super Psycho-Ex abgeben. Ja, Psycho vor allem. So, jetzt bist du erledigt. Jetzt bist du erledigt, Fräulein. Jetzt bist du erledigt, ich sag's dir. Nun ist Schluss mit lustig. Hier kommt Autsch. Ja, hier ist Mannsweib, ne? Das Mannsweib meinst du? Meiner Meinung nach schon, das Mannsweib. Hochzeit ade. Huiuiui, die wäre auch erledigt. Hat ein bisschen lange gedauert. Aber ich hab's versucht. Rasender Netzball. Im schwarzen Anzug YYYYX drücken. Ja, toll. Wahnsinn. Cool. Kann man ja auch mal machen, ne? Wartet mal. Moment nochmal. Was ist denn, wenn ich einmal Y drücke und dann... Nein, und dann so? Nee, cool. Nee, das ist aber cool. Was ist denn, wenn ich... Ah, und dann... Was ist denn, wenn ich... Boah, der wird ja wahnsinnig. Wahnsinn. Okay. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir haben es getan. Unsere Mission ist abgeschlossen. Und, ja, was mache ich denn hier? Daily Bugle könnte ich jetzt noch machen. Drachenschwanz. Und ich habe das dumpfe Gefühl, Daily Bugle bzw. Drachenschwanz wird jetzt viel zu lange dauern. Deswegen machen wir nochmal, Daily Bugle. Sprich mit Robbie für Fotoaufträge. Tja, das war übel. Das war auf jeden Fall übel. Ich sag ja, die Frauen sind nicht ohne. Immerhin, ein bisschen Schläge verteilt. Die eine Frau wollte es wissen, ne? Muss man einfach mal sagen, mit ihrem blöden Regenschirm. Das Problem ist, man muss halt nur bestimmte Skills einmal treffen, dann haben sie einfach kaum Möglichkeit. Oh, da ist ein Verbrechen im Gange. Aber werden wir mal ignorieren. Ja, und in der letzten Episode erinnert ihr euch auch schon vielleicht, dass wir da nochmal die Echse getroffen haben. Auf jeden Fall auch sehr sehenswert die Session gewesen. Sehr schwierig, vor allem wie ich da gefailt habe. Unglaublich. Die Folge geht, glaube ich, sogar über 40 Minuten. Ich weiß es gar nicht. Wahnsinn. Also, das ist echt nicht mehr zu spaßen, ne? Wie die Gegner zum Teil hier sind. Das ist echt schwierig. Also, man muss schon zugeben, fast wie Deathstroke aus Batman Arkham Origins, falls ihr euch an das Spiel irgendwie erinnert. So ähnlich zumindest. Meiner Meinung nach. So, und jetzt schnell die Fotos machen. Da bin ich gespannt. Dann wollen wir mal sehen. Gibt's was? Ja. Hier tut sich wohl gar nichts. Möglicherweise kann ich noch keine Fotos machen. Dann gehen wir den Drachenschwanz erledigen. Sieht wohl so aus. Kann ich nichts machen. Dann machen wir den Drachenschwanz. Geheimer Tempel. Machen wir das da, ne? Drachenschwanz. Ein riesengroßer Schwanz für Drachen, genau. Lang lebe die Zweideutigkeit hier im Spiel. Ich meine, welche Gruppe, korrupte Gruppe nennt sich bitte Drachenschwanz? Auf solche Ideen muss man auch mal kommen. Ich meine, klar, es gibt jetzt die dümmsten Rappernamen und hast nicht gesehen, ne? Ich will jetzt auch keine Blasphemie erzeugen, aber Drachenschwanz?
Ja, die müssen schon sehr begnadete Krieger sein. Dann wollen wir mal los. Nun, Ihre Artefakte sind in Sicherheit. Sie schulden mir was, alter Mann. Geduld, mein Freund. Ich bin nicht in der Stimmung zu warten. Sie wollten mir das Geheimnis verraten. Raus damit. Die Jugend von heute hat einfach keinen Respekt vor dem Alter mehr. Also gut, das Geheimnis. Seit vielen Jahren bin ich nun der Hüter der Glocke und des Hammers. Es heißt, wenn man die Glocke mit dem Hammer im Angesicht der Statuen schlägt, beschert es einem unermessliche Schätze. Genug Wohlstand, um die Welt zu besitzen. Was? Was ist los mit Ihnen? Warum haben Sie mir das nicht vorher gesagt? Das ist ein Geheimnis. Was ist los? Die Artefakte sind dank dir jetzt sicher. Ist es nicht so? Ich dachte, die Dinger wären nur alter Schrott. Bewahre niemals zwei magische Artefakte an ein und demselben Ort auf. Ich glaube, da kommt was auf uns zu. Dann wollen wir mal los. Hell. Ja, das ist die Hölle hier, kann man sagen. Mal sehen, was passiert. Shit. Das ist unfreundlich. Dann nichts wie hinterher. Dich hole ich mir. Und wie ich mir dich hole. Nichts da. Runter da. Hinter uns ist auch noch was. Ich schwöre, ich hole diesen Hubschrauber noch runter. Gut, dann holen wir uns lieber den Hubschrauber. Okay. Boah, der Hubschrauber ist wahnsinnig. Was für schnelle Bewegungen wir machen. Nochmal. Komm schon. Autsch. Super. Das ging gut. Und jetzt schnell den Wagen. Das war erst der Anfang. So, Freunde. Man kennt sich doch, oder? Man kennt sich doch von irgendwoher, würde ich mal behaupten. Das war unfreundlich. Und deswegen kriegst du jetzt ein bisschen auf die Nase. Hier. Schön. Wer ist der Nächste? Was? Da muss was gewesen sein. Ich schwing mich zurück zum Lagerhaus und hol mir Antworten. Vielleicht wurden wir veräppelt, kann ja auch sein. Man weiß nie. Alles ist möglich hier im Spiel, muss man einfach mal sagen. Zumindest auf dem Verhältnis von Spider-Man 3 Niveau. Und da ist noch ein Hubschrauber, glaube ich. Danke, Spider-Man. Wir wissen jetzt, wo der Dann mal los, Opa. Ich würde ja mal gerne mich am besten da am Hubschrauber irgendwie hängen lassen, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich da mein Netz treffe. Deswegen warte ich jetzt mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wo das ist. Es wird spannend. Und die Musik ist genauso spannend. Moment mal, ist das irgendwo da oben? Glaube ich nicht. Nee, oder? Er ist doch nicht in diesem Gebäude. Tatsächlich. Das kann es gut sein. Die übrige Polizei ist gleich hier. Vielleicht möchtest du sie begleiten? Begleiten? Nein. Ich nehme diese Typen hoch. Die Polizei kann haben, was übrig bleibt.
dann wollen wir mal ins Werk gehen. Ab durch die Luke. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Die Macht der Artefakte ist endlich unser. Bald wird die Welt vor dem Drachenschwanzorden erzittern. Jade und Gold. Diese Statuen sind Millionen wert. Bring die nächsten beiden. Lass mich dir helfen. Spider-Man? Dein bester Freund ist da. Und jetzt wird ein bisschen aufgeräumt. Zack, zack, zack. Ich freue mich. Dankeschön. Ich hoffe, ihr auch. Nicht da. Hier, zack, zack, zack. Ich sehe keine Map gerade, das ist ein bisschen unglücklich. Das sollt ihr euch zweimal überlegen. Mit wem ihr euch vor allem anlegt hier? Denn ich bin gerade mega sauer. Wenn ihr nur wisstet. Zack. Und du auch nochmal? So, da hinten ist der nächste. Eliminiert. Da kommen noch mehrere. Oh, die haben sogar Schwerter. Die haben Schwerter, die haben Schwerter. Das ist gemein. Gemein gefährlich. Was fällt euch ein, Schwerter zu benutzen, ne? Was fällt euch ein, Schwerter zu benutzen? Was fällt euch ein, ne? Ich glaube, wir müssen mit Leuten mitreden hier. Wahnsinn, was wäre ich hier ohne den schwarzen Spider-Man-Anzug, alter Schwede. Das ist der Hammer, wie positiv das eigentlich für uns ist, ne? Gut, aber solche Waffen sind natürlich unfair. Ganz klar. So, jetzt aber. Nein, nein, nein. Pistole ist unfair. Nichts da. Komm schon. Komm, 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 komm. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht schwierig aus. Das sieht sehr schwierig aus. Gut. Die wollen es wissen, die Freunde. Autsch. Dann nehmen so. Alter Falter. Kann doch nicht euer Ernst sein. Autsch. Ich sterbe gleich. Was soll ich denn da machen? Habe ich schon. Und die Tasse dazu habe ich auch. Der Super-Samurai. Ich brauche Lebenspunkte. Ich brauche Lebenspunkte. Ah, meine Lebenspunkte sind ja voll, interessanterweise. Alter Falter, ich dachte schon. Komm. Ich bin bereit. Glaubst du mir gar nicht, wie bereit ich bin? Wie bereit ich bin.
Okay, ich verstehe jetzt. Ich verstehe es. Er versucht mich jedes Mal irgendwie die Springe oder so anzugreifen. Ja, 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 ich hab's. Sobald er mich angreift, kann ich mich sofort wieder blockieren. Ein Angriff und er blockiert. Zack. Ich weiß jetzt, wie ich ihn angreife. Oh, Backe, oh, Backe. Shit. Okay. Einen Moment. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Ich brauche Lebenspunkte, ganz klar. Lebenspunkte. Wo sind Lebenspunkte? Er hat doch keine Pistole. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So. Na, greif's an. Greif an. Der Typ will's wissen. Autsch. So, eine Runde bewegen einmal. Und... da muss ich natürlich äußerst aufpassen. Vor allem nicht immer dieselben Attacken machen. Das ist auch super, super wichtig. So, einmal bewegen wieder. Vielleicht können wir ihn so besiegen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal achten. Wenn ich das schaffe, dann ist das eine Meisterleistung. Jetzt einmal wieder bewegen. Jawohl, jetzt geht's aber los. Wir kriegen das jetzt hin. Heiliger Bimbam. Danke, Spider-Man. Von nun an werde ich Sie an einem sehr sicheren Ort aufbewahren. Besser wär's. Ich habe keine Lust mehr, Ihr Chaos zu beseitigen, alter Mann. Wir haben es geschafft. Verbrecherjäger, Wertung in allen Drachenschwanzgebieten um 20 erhöht. Okay, liebe Freunde, das war's. Was ist das denn? RB beim Raserei im schwarzen Anzug. Ultimate Tempoangriff. Heiliger. Ach du Heiliger, Heiliger, Heiliger. Also ganz ehrlich, das war eine Meisterleistung gerade. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich den besiegen könnte. Also spielerisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da habe ich mich, glaube ich, selbst getoppt. Man muss halt einfach mal wirklich schauen, wie man oder mit welcher Taktik man natürlich den Gegner besiegen kann. Das war halt wahrscheinlich auch der Grund. Ich bedanke mich dann nochmal hier an dieser Stelle fürs Mitschauen. Auch danke nochmal an alle Abonnenten. Es macht wie immer einen riesengroßen Spaß. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode in dieser schönen Stadt.